Hallo, da ist Karin mit Yogi Bär. Sicher kennt ihr schon Yogi Bär, und zwar Yogi Bär von Walt Disney. Der ist ja ganz bekannt. Mein Yogi Bär hat ein bisschen eine andere Geschichte. Yogi Bär war eigentlich ein Bär bei einer Familie mit Kindern, und die Kinder haben viel mit ihm gespielt. Doch dann sind die Kinder groß geworden. Und Yogi Bär hat er ausgedient. Und dann haben sie ihn einfach verstanden. Auf Übung. Und ich bin da vorbeigekommen und habe Yogi Bär tief in die Augen geschaut. Und da habe ich was ganz Besonderes gesehen. Da habe ich gesehen, dass Yogi Bär ganz tief und bedingungslos liebt. Er liebt einfach jeden, der ihn anschaut, der ihn tief in die Augen schaut. Ja, schau nur ihn an, schau in seine Augen, dann siehst du das. Und er hat mir auch so leid getan, weil sie ihn einfach abgeschoben haben. Und das habe ich ihm als Dank. Und seitdem ist er wieder bei mir. Und er sagt, jeden Tag ununterbrochen, wenn ich in seine Augen schaue, ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie du bist. Und das sagt er zu jedem, der in seine Augen schaut. Natürlich ist Yogi Bär ja ein Yogi und er spricht nicht so viel. Deswegen hörst du das nicht laut, dass er es sagt. Aber schau mal genauer hin. Dann wirst du sehen, Yogi Bär liebt auch dich. Bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Genau so, wie du bist. Hier und jetzt. Ja, Yogi Bär liebt dich. Glaub mir, er liebt dich. Und Yogi Bär sagt das mit seinen Augen ununterbrochen zu allen Kindern in der Welt. Zu jedem, der dieses Video anschaut. Yogi Bär liebt dich, wirklich. Einfach so, wie du bist. Es ist ihm gleich, ob du in der Schule ein Versager bist, ob du im Beruf ein Karrieremensch oder einer bei der Müllabfuhr bist. Es ist ihm vollkommen gleichgültig. Yogi Bär, glaub mir, er liebt dich so, wie du bist. Ohne Wenn und Aber. Yogi Bär liebt dich, weil es einfach seine Natur ist zu lieben. Und er tut das den ganzen Tag und die ganze Nacht ununterbrochen. Er macht auch nie seine Augen zu, nicht gar nicht. Denn er ist der Yogi Bär. Ein Yogi und ein Bär. Glaub mir, Yogi Bär liebt dich. Denk immer dran, wenn du mal nicht so gut drauf bist oder Probleme hast oder deine Freunde oder Freundinnen dich ärgern oder wenn du glaubst, dass du einsam bist oder wenn du vielleicht sogar noch schlimmer Selbstmordgedanken hast. Ja, das kommt vor. Jeder hat das irgendwann. Aber dann musst du wissen, Yogi Bär. So, wie du bist. Ja, das war's von Yogi Bär und Karin.